5 und von Jesus Christus, also Johannes, Gnade und Friede, von Gott dem Vater, von dem Heiligen Geist und jetzt und von Jesus Christus. Er ist der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten, der Herrscher über die Könige der Erde. Er liebt uns und hat uns von unseren Sünden erlöst durch sein Blut. Die ganze Erlösungslehre und die ganze Botschaft, er liebt uns. Wer soll denn da Angst kriegen, nicht? Also erst an dritter Stelle wird die zweite göttliche Person der Dreifaltigkeit genannt. Zuerst der Vater und der Geist, die sieben Geister. Und jetzt Jesus Christus. Er wird mit drei Aussagen beschrieben, nämlich seine Erscheinung als Mensch in Niedrigkeit, nicht? Der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten. Also seine Erscheinung als Mensch in Niedrigkeit, dann sein Gehorsam bis zum Tod. Und seine Verherrlichung durch die Auferstehung und Erhöhung zur Rechten des Vaters, wo ihm ja dann alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, wie wir es aus dem Evangelium schon wissen. Nicht? Er ist der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten, der Herrscher über die Könige der Erde. Er liebt uns und er hat uns von unseren Sünden durch sein Blut erlöst. Nicht? Also das ganze Evangelium ist in kurzen Sätzen, man könnte sagen sogar Worten, zusammengefasst. Das irdische Leben Jesu ist in seiner Gesamtheit, also in seiner Gesamtheit von Geburt bis zur Himmelfahrt, ein Zeugnis ablegen für den Vater. Er ist der treue Zeuge, heißt es hier. Er ist die Selbstmitteilung Gottes an die Menschen in der Gestalt eines Menschen, Erstgeborener der Toten. Er also ist der zuverlässige und wahrhaftige Offenbarer. In diesem Bekenntnis, dass Jesus Herrscher über alle Könige ist, klingt also an Hoffnung, klingt Tröstung, klingt Ermutigung heraus für die Kirche in der Verfolgung, die ja von diesen Herrschern und Königen verfolgt wird. Merken Sie, das ist bis jetzt reines Evangelium, wo das kurz zusammengefasst ist, das Verhältnis Gottes zu uns, die Dreifaltigkeit, nicht, das Handeln Gottes an uns und wirklich Hoffnung, wenn du der Herr über Könige und alles bist, auch über die, die uns verfolgen, und die Kirche ist immer eine verfolgte Kirche, zu allen Zeiten, nicht? Vor was soll ich denn Angst haben, wenn ich ihm gehöre? Nicht? Dann Vers 6, 5 anknüpfend, er hat uns zu Königen gemacht und zu Priestern vor Gott, seinem Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Also durch die Hingabe seines Lebens, nicht? Er hat uns von unseren Sünden erlöst durch sein Blut, durch die Hingabe seines Lebens hat er uns aus der Macht der Sünde befreit und die Lösung unserer Schuld vor Gott erwirkt. Wird hier ganz deutlich gesagt. Und der uns erlöst hat, macht uns nicht zu Untertanen, sondern hat uns eingesetzt zu seinen Mitherrschern auf Erden. Das ist doch wunderbar. Er hat uns zu Königen gemacht und zu Priestern vor Gott, unserem Vater. Wer an der Allherrschaft des erhöhten Herrn beteiligt ist, der hat auch Teil an seinem ewigen Priestertum. Durch Taufe und Firmung oder dann sogar durch das besondere Priestertum. Und das wird ja im Neuen Testament als ein königliches Priestertum beschrieben. Im Hebräerbrief 5,6. Und bei 1 Petrus 2,9, diese Stelle kennen Sie ja ziemlich auswendig, nicht? Seid ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein heiliger Stamm, Gott gehörig. Steht alles hier. Also sein erlösender Tod für die Menschen war sein Priesterdienst vor Gott, wie es im Hebräerbrief 9,11 heißt. Das war sein erlösender Tod für die Menschen. Das war sein Priesterdienst vor Gott. Dann in Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen und auch alle, die ihn durchbohrt haben, werden ihn sehen. Und alle Völker der Erde werden seinetwegen jammern und klagen. Ja, Amen. Also diese verborgene Herrlichkeit und Macht Christi, die er auf Erden verborgen hat, das war ja alles unter dem Christusgeheimnis, das wird in Zukunft vor aller Welt aufstrahlen. Das wird uns jetzt schon verheißen, gleich am Anfang. Das kommt aber später noch viel deutlicher. Vor aller Welt heißt es. Es wird vor aller Welt aufstrahlen.
Denn dieser Jesus, von dem Johannes schreibt, der kommt. Ob es eine zweifache Ankunft Christi gibt oder nur eine, das ist nicht sicher. Kardinal Ratzinger hat gesagt, da gibt es keine kirchliche Aussage. Es kann sein, dass es eine zweifache Ankunft Christi noch gibt. Denn die Schrift spricht von der Ankunft in Herrlichkeit und spricht von der Ankunft zum Gericht. Das kann dasselbe sein, nicht? Hier, aufstrahlen in Herrlichkeit, nicht? Und es kann auch ein zweifaches sein. Und von der Apokalypse her ist es ein zweifaches. Zuerst ein Erscheinen in Herrlichkeit, das heißt, wo wirklich das, was verheißen ist, dass die Gottesherrschaft durchbricht. In dieser Welt, in der Geschichte. Also nicht nur in der Kirche so verborgen, sondern in der Welt, in der Geschichte, wo es alle erkennen müssen. Das kann eine erste große Offenbarung sein, wo vielleicht nicht jeder aushält und stirbt. Verstehen Sie? Wo eine große Reinigung sein kann. Sein. Also wenn Sie betrachten Sie selber, so, wenn wir so die Dinge durchgehen, es wird manchmal sehr deutlich angesprochen. Sehr deutlich. Und ich rechne mit einer zweifachen. Und die erste von diesen zwei, die werde ich auch noch erleben. Das Kommen in Herrlichkeit, wo das Reich Gottes durchbricht. Die Apokalypse spricht von 1000 Jahren, wo dieses Reich Gottes durchbricht. Und dann kommt noch einmal eine kurze Verfolgung und dann der endgültige Sieg. Die Wiederkunft des Herrn zum Gericht. So sieht es die Apokalypse. Nicht? Und ich denke, also es ist eigentlich logisch, dass das Reich Gottes zuerst noch durchbricht. Und das ist ein Kommen in Herrlichkeit, verstehen Sie? Wo die Kraft und die Herrlichkeit des Reiches Gottes durchbricht und sie alle erkennen müssen, ob sie wollen oder nicht. Also diese verborgene Herrlichkeit und Macht Christi wird in Zukunft vor aller Welt aufstrahlen. Denn dieser Jesus, von dem Johannes schreibt, kommt. Und das ist die Angabe des Themas gleich eben der geheimen Offenbarung. Die richtige Frage der Menschheit an die Zukunft ist nicht, was kommt, sondern die richtige Frage der Menschheit an die Zukunft ist, wer kommt. Denken wir auch an die Frage Jesu, an die zwei ersten Jünger, die ihm nachgelaufen sind, Johannes und Jakobus. Was sucht ihr? Und sie antworten, wo wohnst du? Wir suchen nicht was, wir suchen dich. Nicht was kommt, sondern wer kommt, ist für uns entscheidend. Und davon spricht die geheime Offenbarung. Eigentlich müssen sie antworten, wir suchen nicht was, wir suchen wirklich wen. Nicht, das ist die richtige Antwort wäre die Antwort der Jünger gewesen. Den alle also als Richter jetzt erkennen, bei der endgültigen Ankunft, seiner Wiederkunft, er ist der Durchbohrte. Allerdings kommt die Reue derer, die an ihm schuldig geworden sind, dann zu spät. Und das ist auch etwas klipp und klares, genauso wie im Evangelium, es gibt ein zu spät. Und diese Irrlehre, alle kommen in den Himmel. Das ist das am gemeinsten, was ich mir vorstellen kann. Die Leute wirklich in das ewige Unheil hineinlaufen zu lassen. Denn da braucht ja kein Mensch mehr bekehren. Wo doch keiner Mensch mehr was tun. Wozu sollen wir noch Evangelium verkünden, wenn sowieso alle in den Himmel kommen? Warum dieser Durst Christi nach dem Heil der Menschen? Warum dieses Ringen des Himmels nicht an verschiedenen Orten wirklich, wo sie echt sind, um das, die Rettung der Menschen, wenn sowieso alle reinkommen? Wieso denn das alles? Also da kann ich manchmal schon wild werden. Also das ist dann schon ein Zorn, der nicht mehr heilig ist, sondern den ich beichten muss. Weil es mir um die Menschen geht, die dadurch irregeführt werden. Die Schrift sagt was total anderes. Die Apokalypse sagt was ganz anderes. Und uns geht, aber unsere Sehnsucht muss sein, alle Menschen zu retten. Das muss unsere Sehnsucht sein. Das muss unser Wunsch sein. Das muss unser Tun sein. Darauf muss uns alles unser Apostolat ausgehen. Nicht? Dann werden wir immer Dampf unterm Hintern haben, wenn wir wirklich dieses Ziel haben. Wir wollen alle Menschen retten. Aber wenn Menschen das nicht wollen, sie können niemanden zwingen zum Heil. Es gibt nur Freiwillige im Himmel wie in der Hölle. Nur Freiwillige. Das ist auch wichtig. Nicht? Und das ist gemeint mit dem Wehegeschrei seinetwegen. Dieses Wehegeschrei, Jammern und Klagen werden die Völker. Ja, Amen. Das kommt immer wieder. Aber dann kommt immer wieder, dass diejenigen, die zu ihm gehören, keinen Grund haben zum Jammern und Klagen.
dieses seinetwegen